Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meiner dritten Landkarte bei Transportfieber 2. So, in der letzten Folge haben wir die Kohlestrecke gebaut und heute wollen wir mal schon den ersten Kohlezug fahren lassen. Aber wir müssen erstmal eine Linie basteln. So, hier haben wir ja das Schloss. Ah, am Schloss, ausgerechnet am Schloss. Habe ich das hier mit Absicht zu kahl gemacht? Na, warum geht denn das jetzt nicht hin? Hier mit Absicht die Bäume gefällt, ne? Da müssen wir noch ein paar Bäumchen setzen, damit das hier nicht so. Bäume, wo sind sie? Ja. Ja. Nee, das war doch zu groß. So, das hat er hier oben im Baum gesetzt. Das hat er hier oben zwei Bäume gesetzt. Also die Hecke kann bleiben, aber die Bäume nicht. Die großen Bäume passen hier nicht hin. Warum erwische ich denn nicht? Den kleinen erwische ich. Ach, die sind original, die großen hier. Das soll wahrscheinlich eine Heckenranke sein. Dann machen wir das auf der Seite auch. Da setzen wir hier auch noch ein paar Bäume. Hm, da setzt halt oben auch Bäume rein. So, das sieht, naja, hier hätte ich gerne ein paar Bäume, so, da ist das ein bisschen verdeckt und jetzt wollen wir da drin, ach Mann, komme mit der Steuerung manchmal nicht ganz so richtig hin. So, jetzt wollen wir die Bäume hier. Ich glaube, es stehen hier keine Bäume drin. So, das andere gehört dazu. Hier ist noch ein. Ah, war doch nicht. Oh, mal gucken, ob man das hier. Nee. Na, das lassen wir jetzt. Ein bisschen grün kann es ja sein. So, da wollen wir mal die erste Strecke eingeben. Wir sind hier bei Berlin. Ja. Berlin West. Nee. So können wir den Bahnhof nicht lassen. Berlin. Stahlwerk. So, neue Linie. Von hier. Gleis 1 und Gleis 2 vollladen, einer Fracht, maximale Wartezeit mit Kohle nach Berlin Stahlwerk, alles entladen. Güterzug
Berlin. Halt, falsche Taste. Kohle. Da machen wir Kohle 5 und 6. Und neue Linie von hier alles voll beladen mit Kohle nach Berlin Stahlwerk alles entladen. E44 und Romberg. Ja, ist okay. So, die Linie. Güterzug Berlin. Kohle 6. So, da haben wir die zwei Linien. Jetzt Züge. Ja, ich nehme die 46 wieder. Das ist die schönste, beste Lokomotive, die Kraft hat. Die Reichsbahn-Version. Zwei Stück. Und Cargo. Kohle. Dann nehmen wir die Selbstentladewagen. Die hier, die 55, das kann doch nicht wahr sein. Na, 80 wollen wir schon brettern. Die zweite Version nehmen wir. Und volle Länge. 309 Meter. Gehen wir gleich mit drei Zügen ran. Auf die Linie Güterzug Berlin, Kohle 6. Wir nehmen gleich mal erstmal die weite Strecke. Und jetzt nehmen wir uns. Wir nehmen jetzt raus. Wir tun wir die. Dreimal kopieren. 1, 2, 3. Und die gehen Kohle 5. Glück. So, die haben zu tun. Die kommen jetzt hier raus aus dem Depot und fahren ihre Strecke. Das Erz schon machen, basteln. So, wir wollten hier so durchfahren und dann hier die Kurve, ne? Das wird eine enge Kurve für den Berg. Da bauen wir hier den Bahnhof, bauen wir einen Bahnhof hierher. Dann machen wir uns da mal den Terrain eben. Ich muss das. Dass es nicht ganz eben ist. Füllen wir mal ein bisschen auf. Und hier geht's dann auch wieder nach oben. Hoch. Ja, wir müssen hier kreuzen. Ja, vielleicht wäre es sinnvoll, wir bauen von hier. Aber hier gehen wir auch runter.
könnte man dann einen Tunnel basteln, dass man dann vielleicht hier wieder rauskommt. Nein, wir machen mal die ersten Gleise. So, Oberleitung, nein. So. Einmal gerade durch. Ne, da kann man schon in die Kurve gehen. Wir gehen schon in die Kurve. Und gehen hier raus. Mit einer 160 würde ich gerne rausgehen. 161 ist auch okay. Und da haben wir unsere ersten Gleise. So, jetzt sehen wir mal, wo wir hinkommen. Ja. Dann bauen wir hier Gebäude, Güter. So, zwei Gleise, volle Länge. Gleistyp ist egal. Wir sind im Bahnhof. Wir müssen da hoch. Perfekt. So, ich denke mal, Straße und Gebäude müssten passen. So, dann den Bahnhof konfigurieren. Hier müssen wir halt so Gütergebäude groß. So, dann haben wir den ersten Bahnhof, den schließen wir noch an. Da reicht uns eine kleine Straße. Passt hier vorbei. Perfekt. Aber besser konnte man gar nicht planen. Aber wir schließen sie trotzdem noch an. So. Besser konnte man das nicht planen. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen, damit wir hier gerade rauskommen. Einmal Gleise. So, einmal gerade raus. Und nochmal. Und jetzt eine Kreuzungsweiche mit 120. 121 geht auch. Und die andere Richtung perfekt. Jetzt nehmen wir uns das innere Gleis. Und da sehen wir, dass wir hier nicht so gut hinkommen. Und da gehen wir von hier bis dorthin. Da haben wir einen kompletten Tunnel. Wollen wir hier hochgehen? Wir gehen aber nicht komplett hoch. Wir müssen hierher kommen. Also gehen wir ein Stück zurück. Hier kommt der raus und kreuzt das. Ach nee. Hier soll er noch nicht rauskommen. Ich kann auch noch unterirdisch fahren. So, jetzt soll er rauskommen. Und dorthin. Ja. Das bauen wir so. Gekauft. Zweite Gleis. Eine lange unterirdische Strecke. So, da haben wir das.
Und jetzt das Gleis. Das ziehen wir hier mit. So eine 160. 130. Hunderteinundsechzig gekauft. So, da hat er zufällig den richtigen Tunnel gebaut. Das ist ja gut. Das dockt er hier nicht an. Warum dockt denn der hier nicht an? Der will separaten Tunnel bauen. Mit so einem hässlichen Portal in der Ecke. Also ich habe hier ein Andockproblem. Das sind doch aber die großen Portale, wo man mehrere nebeneinander machen kann hier. Das verstehe ich jetzt nicht. Weil das vielleicht eine Kurve ist. Was geht's? Oh, jetzt geht's auch rein. Das ist ja komisch. Jetzt muss ich hier das Gleis finden. Hier ist es. Das ist eine Strecke. Das ist eine Strecke, die mir nicht so. Die haben wir vielleicht nochmal aufschaffen. So, das werden wir vielleicht hier am Wald. Das schacht mal auf. Ne, so. So war es gedacht. Was macht er da jetzt für Portale? Keine Ahnung. Da geht's durch die große Schlucht. Das wird schon besser.
jetzt unser Glättungstool nehmen. Nein, wir nehmen erst einmal das hier. Wir machen es ein Stückchen größer. Glätten wir das noch. Dann sieht das aus, als ob das schon immer so sein musste. Die steilen Wände. So, da sind wir jetzt hier. Jetzt müssen wir hier noch ein Bahnhof basteln. Gebäude. Und halt andersrum. Wir müssen nach dieser Richtung. Oh, das ist okay. Wir bauen das mal hier so. Gebaut, gebunkt und Bahnhof ausbauen. Angeschlossen haben wir den, ja. Dann wollen wir das noch hübschen. Lagerhaft aussieht die Schlucht hier. Glättungstool einmal drüber und alles ist gut. So, Bahnhof ausbauen. Konfigurieren. Vom Grausehen. Ach, wieder verklickert. So, da hätten wir den jetzt noch anschließen. Ich denke mal, wir kriegen hier eine kleine Straße durch. Halt. So, aber wir sind noch nicht angeschlossen. Halt ein Stückchen dran. Perfekt. Und jetzt ziehen wir hier eine Straße durch. Ja, besser konnten wir gar nicht anschließen. Ne? Dann wollen wir es kennen, auf der Seite auch noch eine Straße. So, jetzt müssen wir hier vorne vor dem Bahnhof ein bisschen einebnen für das Gleisvorfeld. So, Gleise einmal gerade raus. Schätzt. Aber das passt schon. Eine Kreuzungsweiche mit 120 haben wir doch fast. Jawohl, und jetzt
Einmal da dran. Perfekt. Angeschlossen. Einmal das Glättungstool. Einmal im Bahnhof rum. Halt, das hier wollte ich. So, wie sieht der Bahnübergang aus? Er hat, ja, der sieht normal aus. Dann brauchen wir Signale bzw. läuten. Wir müssen einmal hier läuten, einmal da, einmal hier. Und einmal hier. Und dann brauchen wir Signale. Nee, hier Signale. So. Dann fahren wir hier in die Richtung. Gucken wir mal, wo wir hier. Ah, hier sind wir. AB2 fahren wir rein. Kriegen wir hier noch einen Block rein? Ja, ach, Dicke. So. Dann machen wir hier im Tunnel einen Block. Irgendwie habe ich den verkehrt gesetzt. Dann machen wir hier einen Block. Dann hier auf den Tunnel. Nochmal im Tunnel. Ja. Ja, und dann können wir hier noch einen Block machen in der Kurve. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, dann haben wir schon wieder einen verkehrt. So, und so. Jetzt haben wir hier Kuddelmuddel. Ich glaube, das muss weg. Ne, das ist. Ja, das muss weg. Jetzt gibt er die Pfeile nicht. Jetzt. Ah, so passt. Und hier kommen wir dann in Bahnhof mit HP2 rein. Und hier auch. Und raus auf die Strecke mit HP1. So, dann die zweite Strecke noch bis zum Bahnhof. Fangen wir am Bahnhof an. So, ein Block. Und noch ein Block. Ein Block. Hier läuft ein Bär. So, haben wir gesehen. Können wir weitermachen. Noch ein Block. Und dann machen wir hier noch einen Block. So, jetzt brauchen wir ja eigentlich wir können hier in der Mitte ein Depot machen. So mitten auf der Strecke. Das ist so blöd. Mitten auf der Strecke. Aber wir haben ja hier noch Gleise. Dann gehen wir hier gerade raus
und setzen da dran ein Depot. So, da haben wir unsere Depots. Jetzt brauchen wir eine Linie, beziehungsweise zwei neue Linien. So, das ist... weiß ich noch. Okay. Neue Linie. Güterzug. Halt. Muss auch schreiben. Güterzug Berlin Erz. Na. 5 von halt von hier. Jetzt ist es weg. Güterzug Berlin Erz 5. Von hier, da darfst du auch mit 2, du sollst vollladen. Maximale Wartezeit und Erz. Und dann sollst du halt nicht so weit hierher fahren. Und dort alles entladen. So, das war die erste Linie und die zweite folgt zugleich. Neue Linie. Güterzug Berlin. Erz 6. Güterzug Berlin, Erz 6, von hier, mit der 2, vollladen, maximale Wartezeit, Erz, und du sollst fahren nach hier, ins Stahlwerk und alles entladen. So, da haben wir die Linie und jetzt brauchen wir noch 2 Züge. Einen Zug holen wir uns hier. Ne, hier holen wir uns 3 Stück. Und zwar die 46 holen wir uns hier auch. Die 46. Nehmen wir die schwarzen hier. Und Cargo, die Erzwagen. Das sind die besten hier. Die müssen gleich volle Länge. Und dann nehmen wir 3 Stück. Und die gehen auf die Linie. Gib mir die Linie. Kohle 6. Oder haben wir mit der Kohle? Ne Quatsch, Erz 6. Ja, es hat blöd gemacht, das ist immer richtig. Und jetzt brauchen wir Dampf, die 46. Lass mal rückwärts fahren, die eine. Fährt genauso schnell und hat genau die gleiche Kraft. Machen wir 2 rückwärts. Nee, Idee. Idee, eine vorwärts und eine rückwärts. Sieht doch immer toll aus. Haben wir auch noch nicht.
So, Kargo, die Erzwagen haben wir eigentlich hier schon. Da passt bloß 10 mal rein, die sind übelst schwer mit 26 Tonnen. Hier haben wir 13 und 32 Tonnen. Nee, die sagen mir zwar zu, aber die sind zu schwer. 32 Tonnen, unsere Erzwagen 23 Tonnen. So, volle Länge. Drei Stück kaufen. Linie. Herz 5. Club hat's gemacht. Also sind sie auf der Linie. Aber wir haben das Stahlwerk noch nicht angeschlossen, beziehungsweise den Bahnhof. Das werden wir mal schnell machen. So, da haben wir den Bahnhof angeschlossen. Sonst kann das ja nichts werden. Und den Stahl müssen wir dann hierher fahren. Ist blöd. Nee, den fahren wir hier runter. Dann nutzen wir dann diese Gleise hier noch mal mit und fahren das hierher und verladen das hier mit dem Schiff. Ja, so machen wir das. So. Jetzt haben wir die Kohle, das Erz. Und jetzt brauchen wir, wenn wir uns das hier herfahren, dann machen wir hier einen Durchstich. Können hier drüber fahren, hier rauf und hier am Bahnhof hin. Ne, wir fahren hier lang. Überlege gerade, ob ich da nicht vielleicht doch anders fahre. Und zwar hierher. Ich packe hier mal aus den Hafen, wie ich mir das so denke. Wir machen hier ein großes Hafenbecken. Wir so Umschlaggüter machen können von mehreren Gütern. Und jetzt, damit das nicht so abgehackt ist, nimmt man das Glättungstool und fährt einmal schön drüber. Und schon ist diese hässliche Kante weg. Oder fast weg. So. Und jetzt kann man hier einen Hafen wunderbar reinbauen. Und zwar brauchen wir hier einen Güterhafen groß. Terminals 4 Stück. Die müssen wir ein Stückchen drehen. Aber ich würde das mit den Terminals anders lösen. Halt andersrum. So.
Ja, das kann man später dann alle mal noch umbauen. Jetzt brauchen wir noch ein Stückchen Straße dran. Dann wollen wir mal eine ordentliche Landstraße nehmen. Aber wir müssen hier hinten noch ein bisschen einebnen, damit man hier auf die Höhe kommt. Jetzt brauchen wir ein Stückchen Straße. So, und hier muss jetzt ein Bahnhof hin. Beziehungsweise eine Fabrik möchte ich gerne hierher haben, die wir Maschinen herstellt. Maschinen hier. So, und daneben können wir einen Hafen bauen. Der Quatsch, den Bahnhof. Die Straße tun wir noch updaten. Zack, dann verbinden wir die zwei. Und schon haben wir das angeschlossen. So, dann schauen wir uns mal. Da fahren wir dann hier lang und fahren hier dazwischen rein. Genau. Dann machen wir hier noch ein Stückchen weiter gerade, damit wir hier den Bahnhof hinkriegen. Ebenerdig. Das kostet zwar viel Geld, aber wir haben es doch. Die Bäume stehen dann wie auf einer Insel. Anpassen, wie wir es brauchen. Wir machen uns erstmal Bauplatz. Platz für unsere Großbaustelle. Also, jetzt brauchen wir einen Bahnhof. Gebäude, Güterbahnhof. Wir wollen hier anliefern Stahl und Holz. Da brauchen wir auf alle Fälle 6 Gleise, aber wir machen bloß 4 Oberleitungen. Nein. Und wir müssen hier rüber. Ich denke mal, so kommen wir ganz gut hin. So, da konfigurieren wir uns gleich mal diese Seite mit großen Gebäuden. Ach, okay. Und
Und da kriegen wir hier noch eine Straße lang und sind angeschlossen. Auf der anderen Seite, das lassen wir mal noch frei. So, eine Straße. Parallel. Wunderbar. Und da ist der Bahnhof am Hafen und an der Fabrik angeschlossen. Sehr gut. Jetzt müssen wir gucken, wo wir das Holz herbekommen. Hier haben wir einen Wald. Hier haben wir einen Wald. Und kein Sägewerk in Sicht. Ja doch, hier. Und da könnte man hier das Holz hinfahren. Das wird umständlich. Das wird umständlich. Da kann man keine Gleise nutzen. Gleise kann man nutzen hier. Wir können hier auf diese Gleise und hier rüber anliefern. Und dann nehmen wir die. Da können wir hier raus, hier irgendwo rausgehen und rein oder sogar hier vorne mit einer schärferen Kurve und dann nehmen wir die zwei jetzt für die Anlieferung vom Holz beziehungsweise Quatsch vom Stahl. Dann machen wir hier die Stahlanlieferung. Ja, umbauen können wir es dann später alle mal noch. Da gehe ich mal hier noch weiter gerade durch. Sehen wir schon, wo wir hinkommen. Dann Gleise. Den Bahnhof schließen wir noch an. Also hier wollten wir die Stahlanlieferung machen. Da gehen wir einmal gerade raus. So, mit einer 120 eine Weiche. 120 haben wir. Und die andere Seite noch 120, 21 haben wir. Jetzt bauen wir von der Seite. Und zwar ja, wir müssen hier gerade raus erstmal. Hier kriegen wir noch nicht die Kreuzungsweiche hin. Das reicht noch nicht, da müssen wir unseren Bagger bemühen, noch ein bisschen Erde bewegen und Felsen. Gleise. Noch ein Stückchen gerade. So. Können wir hier ein BW-Schein hinstellen. Dann machen wir gleich mal eine Kreuzungsweiche, aber andersrum. Ich habe da was vor. Mit nur 120. Und jetzt gehen wir nämlich hier raus. Das müsste eigentlich funktionieren. Dass ich über die Kreuzungsweiche rauskomme. Warum geht das nicht? So geht's, aber ich komme nicht raus. Muss doch gehen. Eigentlich müsste das gehen. Naja, dann muss man das anders lösen. Ja, hier könnte man ein schönes BW hinstellen. Gehen wir mal raus.
schauen wir mal. Nur 91, das ist okay. So, wenn ich das jetzt wegnehme und jetzt hier ein Depot hinstelle, Gebäude, Depot, wir haben noch nichts anderes hier. Bei denen bin ich mir nicht sicher, dass es funktioniert. Das könnten wir zwar nehmen. Ja, wir probieren es aus. Wir probieren es mal aus. Ne, dort anbapsen wollte ich nicht. Ich stelle das mal hier rein. Mal sehen, wie wir das hier anschließen. Wir gehen jetzt hier raus und dort rein. Jetzt gehen wir in jedes einzeln rein. Bis wir alle angeschlossen haben. Ja, wir da alle dran kriegen. Das wird knapp. Das wird knapp, aber es müsste gehen. Geht nicht rein. Dann gehen wir raus. Raus geht's. Dann nehmen wir das nochmal mit. Ja, so sieht das natürlich besser aus. Also wir haben dann schon mal die Vorlage. Da bauen wir das halt nochmal um. So. Das Ende noch. So, jetzt brauchen wir Signal und zwar, da machen wir hier einen schönen großen Winkel hin. Nein, das kriegen wir. Kriegen wir nicht hin. Nee, da müssen wir kleine Zwerge hier setzen. Kriegen das hier nicht? Ja, geht so. Ja, halt Signale, weil wir immer dabei sind. Setzen wir hier gleich das Einfahrsignal und ein Ausfahrsignal. Und dann können wir die Bahnhofssignale noch setzen. Die haben wir ja wieder überall vergessen. Seite brauchen wir es nicht. Hier brauchen wir es eigentlich auch nicht. Die Strecke ist zu kurz. Wir haben ja hier die Einfahrt und dann steht ein Zug eh drin. Hier ist es was anderes. Wenn einer reinfährt, kann der dann, wenn es ein kurzer Zug ist, schon bis zum Signal vor. So, jetzt diese Gleise müssen am Bahnhof hierher. Dann hier einfach rumziehen. Ich ziehe einfach mal hier rum. Wir sehen, wie wir hinkommen. Macht er alles unterirdisch. Das gefällt mir nicht so. Wenn ich das aufbuddle, gibt er mir hier eine Fehlermeldung wegen der Straße.
Also hier hätte ich es gerne im Tunnel bis zur Straße. Ich merke mir das mal. Bis zur Straße im Tunnel. So. Da machen wir Tunnel. Ach nee, der macht jetzt hier. Hier hat er einen Tunnel gebuddelt. Weil er jetzt hoch geht. Ja, machen wir. Lass mal hier raus, dann hat er hier bloß einen Tunnel. Ja, das ist eine minimale Steigung, das können wir machen. Das ist okay. So. Und jetzt ziehen wir von hier runter und hier füllen wir auf und hier will er eine Brücke machen, da füllen wir auf, ah, da kommt er so hoch, das ist bestimmt eine Beule, ja, das ist eine Beule. Ich baue das mal, aber ich reiß da wieder was weg, weil das ist mir zu steil. Nee, ich baue das nicht. Das ist mir hier zu steil. Ich baue mal von hier. So. Und buddle hier auf. Und ich muss weiter rüber. Aber ich kann nicht weiter rüber. Oh ja, es geht. Aber ich wollte hier aufbuddeln und hier auffüllen. Ja, wenn ich hier lang gehe und dann die Kurve hier. Müsste gehen. Ja. Hier kommt er schon wieder hoch. Da macht er hier eine Beule. Kriege ich das runter mit Shift und M oder mit N? Nee, das geht nicht. Mit Punkt und Komma geht es auch nicht. Nee, das müsste M und N sein. Das funktioniert nicht. Dann bauen wir das stückchenweise. Einmal bis dahin und dann bis dahin. Ja, das ist okay. Jetzt können wir es durchziehen. Schon zwei, ach, wir sind schon hier. So, da haben wir die Strecke für den Stahl. Jetzt brauchen wir einmal läuten, einen Bahnübergang. Oh, das wird ein bisschen kurz. Ja, der läutet noch im Tunnel. So. Signale. Fangen wir hier oben an. Am Bahnhof, da haben wir schon Signale, dann brauchen wir Strecke. Ein Block im Tunnel, noch ein Block hier vorne. Ein Block, noch ein Block. Ah, Autosave. Ist aktiv, jetzt geht's weiter. Machen wir hier. Hier, was runter geht. Hier an der Senke. Und dann müssten wir schon im Bahnhof sein. Bahnhofsausfahrt und die Bahnhofseinfahrt mit HP2. So.
dann können wir eigentlich schon Linie bauen. Neue Linie. Güterzug Berlin. Stahl für wie hieß das da unten? Maschinenfabrik Hafen. Hafen. So, dann soll er hier Güterzug Berlin. Berlin, Stahl für Maschinenfabrik Hafen, da haben wir es doch. Und er soll in die 5 reinfahren, darf die 6 mitbenutzen, vollladen, maximale Wartezeit mit Stahl. Was ist da? So, und dann soll er fahren hier runter. Hierher. Und hier darf er die 1 und die 2 benutzen und soll alles entladen. Ja, da haben wir das. Dann Zug. Ne, wir müssen erst mal hier ein bisschen glätten. Ein bisschen. Wenigstens ein bisschen. So, damit es ein bisschen nicht ganz so schlimm aussieht. Oder vor allen Dingen. Vor der Tunneleinfahrt. Kann ja ein bisschen bleiben. Grünes. Hier sind wir dann oben. Hier haben wir einen Tunnel und kommen hier raus. Hier waren wir noch ein bisschen. So, hier geht es oben rein. Das kriegen wir noch weg. So, Linie haben wir, Zug brauchen wir. Stahl müssen wir fahren. Ja, die beliebte 46. Normal wäre es die 52, aber die hat keine Kraft hier. Die 46 hat mehr Kraft. Dann nehmen wir zwei für den Stahl. Einmal, zweimal Cargo und zwar Stahl. Stecker 60, 80, 120 Rungwagen. Bromberg 20 mal, 13 mal, 20 mal. Was ist hier der Unterschied? Bloß der Name. Deutsche Reichsbahn. Na, ich will aber, ja, man könnte das mal mischen. Wir nehmen mal drei Brombergs, dann nehmen wir die Rungwagen, dann nehmen wir noch mal Brombergs, dann nehmen wir noch mal Rungwagen. Da sind wir, ja, da haben wir schon eine gesunde Länge. Und wir kriegen auch ordentlich was weg. Dann nehmen wir noch einen Bromberg, noch einen Rungwagen und noch einen Rungwagen. Und da sind wir bei 306 Meter und das Ganze brauchen wir. Na, ich würde sagen, zweimal auf alle Fälle kaufen.
zuweisen auf die Linie Berlin-Stall für Maschinenfabrik Hafen. So, jetzt können wir gespannt sein. Das schauen wir uns noch an, wie die hier rauskommen. Und die anderen kommen dort raus. Nee, wir gucken uns die hier an. Schon mal ein Foto knipsen. Da fährt die Schiebebühne rüber. Foto, Foto, Foto. Perfekt, ich drücke nochmal F12, da kommt auch ein Foto raus. Clips. Sehr schön. Ja, hat man noch nicht eine vorwärts, eine rückwärts. Und ein gemischter Zug. Fahren Sie um die Wette. Das kriegen wir doch eingefangen. Ja, das ist die Schattenseite. Ja. So, perfektes Bild. Da hinten. Noch ein Foto. Mann, ist das heute aufregend. So schöne Impressionen hier. Aber die Pumpwerks werden geladen. Aber da muss man erstmal. Da zieht er noch vorbei. Ich kann gar nicht so schnell. So viele Fotos. Oh, wunderbar. Herrlich. Also, der bringt doch eigentlich. Von der Seite kommt doch die Kohle. Der bringt doch keine Kohle, der ist leer. Der ist leer. Fahren hier leer. Haben wir hier was vergessen? Ne, nicht Fahrzeuge verwalten, Linie verwalten. Linie verwalten. Das war hier Berlin Stahlwerk, Berlin Transfer, vollladen mit einer Fracht. Maximale Wartezeit vergessen. Aha. Und da haben wir das wahrscheinlich bei der Linie auch. Ne, da haben wir es gemacht. So, was machen unsere Stahlzüge? Ich muss mich mal wieder einordnen.
unsere Erz, die kommen an und es liegt auch schon Erz da und hier liegt auch Erz da, jawohl, bei der Kohle wird schon geladen und hier wird auch geladen, der hat Ladung. Aber hier halt was nicht hin, Linie verwalten. Maximale Wartezeit. Da kann man nämlich voll sein. Nein, er hatte das noch nicht im Fahrplan. Jetzt kontrollieren wir den nochmal. Warten, bis sie voll sind. So, jetzt machen wir wieder mehr Erz im Vorlauf. Und hier kommt die Dampfer an. Wer passiert zuerst die Schranke? Ja, liebe Freunde, die Stunde ist schon wieder weit überschritten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann lasst mir doch ein Like da und über ein Abo würde ich mich besonders freuen. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.